Hallo und herzlich willkommen auf unserem Channel in der Zentrale. Heute zeige ich euch mal ein Grundrezept für einen Mürbeteig, den man auch für solche Tatringe verwenden kann. Und solche Tatringe kann man für andere mehr coole Rezepte genauso verwenden. Und möchtest du wissen, wie ich so einen Mürbeteig herstelle, dann bleib unbedingt dabei und ich zeige dir, wie es geht. Für unseren Zuckerteig brauchen wir Eier, Mehl, Butter und Puderzucker. Für die Herstellung unseres Zuckerteiges geben wir jetzt alle Zutaten in die Rührmaschine und kneten alle so lange durch, bis es sich zu binden beginnt. Passt wirklich darauf auf, dass eure Zutaten schön kalt sind, denn so verhindern wir, dass der Teig schneller brandig wird. Der Zuckerteig ist eigentlich wie ein normaler Mürbeteig zu behandeln, nur dass einfach mehr Zucker vorhanden ist und somit der Mürbeteig stabiler wird. Sobald er die gewünschte Konsistenz nachher erreicht hat, knete ich das Ganze nochmal mit der Hand durch. Somit kann ich die Konsistenz besser steuern und verhindere wiederum eben das Brandigwerden. Sobald der Teig eben fertig ist, das Ganze jetzt in einer Frischhaltefolie einpacken und für 1-2 Stunden im Kühlschrank rasten lassen. In dieser Zeit kann sich unser Teig entspannen, fängt deswegen nicht zu schnurren an und reißt nicht so schnell beim Ausrollen. Nach den 2 Stunden können wir den Teig wieder aus dem Kühlschrank geben und dann mit den Ausrollen beginnen. Die gewünschte Dicke für unsere Tatform beträgt jetzt 2 mm. Sollte hierbei der Teig zu dünn werden, kann er beim Formen nachher reißen und darum muss man richtig aufpassen, dass er beim Ausrollen nicht dünner wird. Sollte euch der Mürbeteig beim Ausrollen reißen, kann dieser zu warm sein, somit gebt ihr ihn einfach 10-15 Minuten in den Kühlschrank und dann kann man schon wieder mit den Ausrollen beginnen. Das Reinlegen des Mürbeteiges in die Tatform kann teilweise etwas tricky sein, aber sobald man einmal den Dreher raus hat, ist es relativ einfach. Jetzt nur noch mit einem scharfen Messer den oberen Rand wegschneiden, dass wir eine scharfe Kante haben und dann können wir sie auch schon auf eine Silbermatte wegsetzen und stupfen. Das Stupfen ist hierbei sehr wichtig, da sie im Backvorgang in der Mitte aufgehen und somit einen Hohlraum bilden. Dann kommen sie auch schon in den vorgeheizten Ofen bei 180 Grad für ca. 12 Minuten. Sobald sie goldbraun sind, sind sie fertig und können aus den Formen genommen werden. Jetzt kann man nur noch mit der Microplane oder mit einer Reibe die Oberfläche glätten, dass sie wirklich schön perfekt sind. Solltet ihr sehr weiche oder flüssige Füllungen für diese Tatformen verwenden, würde ich euch immer raten, diese mit Kakaobutter oder Kuvertüre zu bestreichen. Somit bleiben sie länger knackig. Und in der Beschreibung verlinke ich dir noch ein paar Rezepte, was man mit solchen Mürbeteigschälchen machen kann. Somit bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß beim Nachmachen und man sieht sich beim nächsten Video.